Vergangene Woche haben wir hier mit einem Experten über Dunstabzüge und Downdraft-Systeme gesprochen. Die sind auch wichtig, doch eine Küche ist weitaus mehr. Was im Moment im Trend ist, das sehen Sie jetzt. Eher von der alten Schule oder modern mit klarer Linienführung? Wie soll die Küche künftig aussehen? Es gibt einen gleichen Trend zum Retro-Look. Also die Landhausküche kommt immer wieder mehr und auch Gemisch, also nennt man auch Shabby Look. Oder die Kombination mit einer schönen Grifflosküche, komplett puristisch. Und das dann wieder mit ein paar Landhausfronten dann zu kombinieren. Und in dem Zuge haben dann manche Lieferanten dann auch richtig schöne Retro-Geräte, die sich dann diesem Bild anpassen. In einer modernen Küche sei alles möglich, erklärt uns Björn Thiele, Geschäftsführer eines Küchenhauses in Winnenden bei Stuttgart. Ob Gas, Ceran oder Induktion, einbauen ließe sich alles. Doch der Trend gehe zur modernsten Variante. Also Induktion ist absolut zeitgemäß heutzutage. Ich habe nicht die Gefahr, dass ich mich verbrenne. Es ist für Kinder gut oder auch für ältere Leute. Ich habe dieselben Eigenschaften mit der Hitze wie beim Gaskochfeld. Also ist sogar noch mal eine Minute schneller wie beim Gas. Also beim Liter Wasser sagt man, dass das Induktionskochfeld noch mal eine Minute schneller ist als das Gaskochfeld. Wenn ich die Hitze runterregel, ist es wie beim Gas auch sofort die Hitze weg. Und ich muss auch nicht mehr mit Nachwärme arbeiten oder solche Sachen. Also ich bin komplett frei jetzt in meinem Kochverhalten. Eine moderne Küche hat viele Gimmicks zu bieten. Versteckten Stauraum in grifflosen Schubladen oder platzsparende moderne Dunstabzugssysteme, sogenannte Muldenlüfter. Man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, planerische Möglichkeiten. Wir können jetzt vom Fenster kochen, also wenn man einen schönen Blick hat, kann man mit so einem Gerät schön aus dem Fenster gucken und trotzdem kochen. Man hat nicht mehr so eine Abzugshaube vor seinem Gesicht, wenn ich plane. Ich habe mehr Stauraummöglichkeiten, auch wenn ich es einfach nur in der Wandzeile plane. Und da ist das Prinzip halt, dass der Dampf dort aufgefangen wird, wo er entstand oder wo er entsteht. Und was gibt es Besseres zu kochen und sich nicht umziehen zu müssen, weil einfach der Dampf weg ist. Wir merken, es sind die kleinen Kniffe, die die gute alte Küche zu Hause auch heute noch revolutionieren können. Kosten kann so eine moderne Küche komplett schon mal gut 10.000 Euro aufwärts. Es gibt Backöfen, die kosten 10.000 Euro oder Kühlschränke 20.000 Euro. Das machen aber Geräte, sag mal, die weitaus weniger kosten, können dasselbe erreichen. Es ist dann oft einfach der Name oder ja, einfach der individuelle Wunsch, der vielleicht ein bisschen schwieriger ist zu erstellen.